Hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo? Das ist der Timer. Ich bin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac After Death Plus mit mir. Beim letzten Mal haben wir einen ordentlichen Isaac Run gehabt. Blue Baby freigespielt. Doch! Wo ist Blue Baby? Da ist Blue Baby. Um Lilith freizuschalten. Beating Greed Mode with Azazel. Also probieren wir das. Greed Mode ist sein eigenes Pflaster. Und wir werden das Pflaster zuerst mit Azazel betreten und danach schauen, was so passiert. So. Greed Mode dürfte mit Azazel. Also ich habe eh immer ein Problem mit Greed Mode. Ne? Versteht mich da schon mal nicht falsch. Aber mit Azazel ist es tatsächlich am einfachsten, sage ich mal so, allein weil er schon fliegen kann. Da oben ist nichts, ich wollte nur sicher gehen. Und zack und zack und zack und zack und zack. Alles klar, schön. Damit haben wir die Welle an sich geschafft. Jetzt kommt schon der erste Boss. Der zweite Boss ist der Ragman. Der an sich kein Problem darstellen dürfte. So. Dann gehen wir noch für den Deal with the Devil. Was Doppelmonstro bedeutet anscheinend, was tatsächlich kein Problem sein dürfte. Hallo, Mysterious Stranger. Und that's it. Da ist der Deal with the Devil. Der beinhaltet leider Gottes nichts Gutes. Und somit werde ich wieder gehen. Adieu. Aber hier gibt es jetzt Items. Hier gibt es Schlüssel. Ich werde mir natürlich zuerst zwei Schlüssel kaufen. Dann werde ich gucken. Ist das ein Pause-Button? Das ist ein Trinket. Das ist Binky. Das ist leider nur eine Bombe. Binky gibt mir Schnelligkeit, glaube ich auch. Ne, Reichweite ist das, ne? Oder? Ne, wir laden schon schneller. Das ist doch eingetreten. So, wir bekommen noch Infamy. Was in der Theorie schon sehr gut ist. Da wir The Fool mit uns tragen. So, wir bekommen hier die Linger Bean. Crying makes you toot. Breakfast bekommen wir. Das ist natürlich sehr gut für den Deal with the Devil. Wir gehen hier neu und benutzen The Fool, um wieder rauszukommen. Das gibt es zu kaufen. Leider Gottes nichts amazingly Gutes. Das heißt, hier könnte man schon fast sagen, wir werden wohl eher sparen. Das war blöd. Sehr gut, Eddie, das war sehr geschickt. Okay, hier oben nochmal dasselbe Spiel. Leider Gottes, weil nervig allemal. Hier ist noch einer. So. Ah, danke, Infamy. Ohne Scheiß. So. Ah, es laggt. Das Problem ist, ich weiß auch, wieso es laggt. Weil ich währenddessen am
hochladen bin, weil das muss auch irgendwann gemacht werden. Ich kann ja nicht nur aufnehmen. Und da ich jetzt eine stressige Woche vor mir habe, wollte ich jetzt zuerst Isaac aufnehmen, um das Ganze ein wenig hinter mir zu haben. Was bedeutet eine stressige Woche? Dass ich viel zu tun habe, weil ich, oder zumindest, dass ich weniger Zeit als sonst habe. Halt mal still, bitte. So, es war schon fast perfekt. Da ist. Wir sind keine Freunde. Noch nicht. Das kann sich natürlich jetzt noch ändern. Bob und komm. Gut, gut, gut. Okay. Komm. So, okay. Wir gehen natürlich wieder für den Deal with the Devil. Oh, eine doppelte Ausführung. Ah, das war blöd. Ich bin abgerutscht mit meinem Finger. Tatsächlich ist das vorhin passiert. Ah. Okay, ärgerlich. Bisschen zu viel Schaden genommen. Okay, und es ist wieder ein Deal with the Devil. Und es ist wieder nicht viel. Hm. Gut, ich hole mir das Soul Heart mit. Ich hole mir einen Schlüssel mit. Ich hole mir sogar die doppelte Ausführung mit. Und damit sind wir hier raus. So, leider konnten wir uns noch nicht viel Besonderes zulegen. Was ist das da? Lead Pencil, He's a Bleeder. Kenne ich nicht. Magic Scab ist mir jedoch ein Begriff. Wir bekommen den Halo. Bitches. Bitches like Halos. Okay. Okay. Uah. Der Halo macht uns ungeahnt schneller. Was heißt ungeahnt? Das denken konnten wir uns dann. Denke ich schon. Autschi. So, das ist viel Keyboard-Geklapper, was ich mir hier tatsächlich leiste. Wow! You dick. Oh. Okay. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt sonderlich gut begegnen soll. Bin mir nicht sicher, ob das nicht mehr schlecht als recht war. Aber wir haben es im Großen und Ganzen geschafft. Als Boss einen der sieben Todsünden. Zumindest die Mega-Version davon. Und hier. Die nimmt gerade durchgehend Schaden durch eine Pupswolke von mir, wenn ich das richtig sehe. Jetzt haben wir jedoch ein Problem. Ich sehe nicht, wo ist er? Ah, fucking Bullshit. Okay. Okay. Was haben wir hier oben noch? Das Evil Matchbook. Ist es nicht wert? Okay. Ja, kümmere ich mich halt erst ein bisschen um dich noch. So, jetzt kann ich noch ein bisschen hier hin. Und bada boom! Let's go! Wir gehen
hier neu. Ein Haufen Chaos. Yippie, ich mag Chaos. Das ist unfair, aber ich akzeptiere es. Leider Gottes. Wir haben noch zwei Schlüsse, das ist gut. Leider Gottes kein Soul Heart. Was wir jedoch machen können, das werde ich tatsächlich auch tun. Ich hole mir das Matchbook. Das hat auch einen Grund. Mit drei Bomben können wir hier all out gehen. Und vielleicht was echt Gutes finden. Die Meeseeks Box. Die Meeseeks Box ist viel wert. Und das zeige ich euch jetzt auch, warum sie so viel wert ist. Jetzt kann ich tatsächlich Geld hierfür ausgeben. Und Loki's Horns ist jetzt nicht so geil. Ich hole mir, glaube ich, aber noch die Stem Cells mit, weil wenn was wertvoll ist in einem Greed Run, dann ist es Leben. Und jetzt haben wir davon. Ich versuch's nochmal. Es kam noch was. Okay. Ja, es kam aber leider keine Batterie. Die hätte ich nämlich jetzt gebraucht. Die hätte ich mir irgendwie noch erstehlen können. Naja, was soll's. Die Meeseeks Box. Very important. In my view of things. Oh mein Gott. Stigmata. Stigmata. Und the Latch Key. Was nochmal zwei Schlüssel sind. Das ist huge. Need. Hier wird gebombt. Oh, hell yeah. Das Billige kann ich mir leisten. You know? Schnell einfach kaputt machen. Okay, doch lieber oben rum. Ah. Oh. Auch nicht gerade der netteste Raum. Aber für uns kein Problem. Apropos nettester Raum. Die haben ihre Nettigkeiten aufgegeben. Boy. Das war blöd. Komm mal zu mir. Bro. Komm. Wo bist du? Okay. Okay. Die Meeseeks Box. Wir holen uns natürlich den Wildcode-Hänger so. Hive Mind macht gerade keinen Sinn. Speedball ist das. Bloodclots. Bloodclot macht Sinn. Common Cold macht Sinn. Sogar mehr in meinen Augen. Common Cold. Shoot. Das hat nicht geklappt. Was tatsächlich an mir lag. Weil es liegt immer an mir, wenn sowas passiert. Das ist tatsächlich so. Blöd.
Let's go. Nächster. Skolex? Doppel-Skolex? Oh nein. Ja, es ist Doppel-Skolex, aber was zur Hölle fange ich denn hiermit an? Also, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil es ist Doppel-Skolex, aber es ist Doppel... Alter, es ist Doppel-Champion-Skolex? Das ist Bullshit, das ist huge Bullshit. Au. Ah, huge Bullshit. Alter. Ist es noch nicht aufgeladen? Ich sehe es leider nicht. Wegen, da mein Timer hängt davor, das ist ein bisschen problematisch. Okay. Wenn es noch nicht aufgeladen ist. Uah. Wieso kann ich nicht... Okay, jetzt wird es etwas lächerlich. Alter, wie oft greift ihr denn an? So. Okay. Okay. Okay, again. Wow, das war... You unlocked Necropolis, das ist schön und gut. Nur nicht ganz zufrieden mit dem Resultat des Kampfes. Wow, ist das Rotz. Bisher habe ich, was das angeht, Deal with the Devil etc., habe ich echt Pech. Nimm's mit. Danke. Die zwei Sachen sind es im Endeffekt doch nicht wert. Nee. Nee. Ich brauche mehr. Ich brauche Durchschlagskraft. Das bedeutet, dass ich zwei billig bekomme. Schlüssel brauche ich keinen momentan. Ich brauche aber ein Herz. Wir haben die High Priestess. Ich lebe damit, denke ich. Die Common Cold kann Unterschied machen. Deswegen habe ich es geholt. So, wir sind jetzt in der Shield. Das ist die letzte Möglichkeit, irgendwas zu erwerben. Das ist Technology. Technology bringt mir leider gar nichts. Das ist die Safety Pin. Die bringt mir da schon etwas mehr. Hier sehe ich jetzt auch noch nichts unglaublich Geiles. I'm drowsy und locked down, leider. Okay, das ist die High Priestess. Das ist ein Problem, dass das die High Priestess ist. Die Double Active Card, das ist viel wert. So, let's go. Und zack. Who is it? It's you, isn't it? Okay. Oh, das war eher... nicht so mein Plan. Wo ist er? Top. Das lief bis jetzt ganz gut.
Okay, ich kann mir tatsächlich kaufen und so erwerben. Ich habe keine Freunde. Das ist ein Problem. Odd Mushroom. Health up. Cracker Jacks. Lieber nein, um ehrlich zu sein. Ich werde meine letzte Bombe hierfür opfern. So, komm du mir mal kurz her. Was machen wir hier? Wir machen es so. Jetzt gehe ich raus und noch mal rein. Hier ist nichts. Das ist schade. Okay. So, komm her zu mir, mein Friend. So, das war relativ erfolgreich. Der nächste ist Krampus. Was natürlich immer schwer ist. Hier habe ich auch noch mal ein paar Münzen. Was für mich bedeutet, ich kann mir dich leisten. Charged Baby. Und ich kann in der Theorie auch noch den hier bringen. Und der ist viel wert. Oh mein Gott. Okay. Damit habe ich zwar jetzt nicht gerechnet, aber okay. Hier unten war ich schon. Dich nehme ich mir noch mit. Den Double Active, den werde ich noch machen. Keine Sorge. Aber das war es mir wert. Oh, der ist untergegangen, merke ich gerade. Nur wo ist er? Der Schlawiner? Ich habe keine Ahnung. Da ist er doch. Schrägstrich war er doch. Okay. Ist noch ein Health Up. Was wir nun machen. Wunderbar. Ich nehme meine Question Mark Card. Das ist die Raw Liver. Die nehme ich, weil sein doppeltes Health Up, HP Up. Und damit gehe ich weiter. Das ist so viel wert. Wir sind tatsächlich verdammt weit. Hier gibt es nur noch zu kaufen. Was haben wir hier? The Hanged Man. Was haben wir hier? Geld und Schlüssel. Schlüssel ist tatsächlich wohl gesehen. Wheel of Fortune. Leider nicht. Wir haben eine Bombe noch. Besonders Squeezy habe ich in mein Auge geschlossen. Ja, Hanged Man bringt mir eigentlich nichts. Weil ich schon fliege. So, wir legen einfach mal los. Okay. So. Okay. Okay, das ist ein wenig angespannt alles. Ja. Autsch. Da haben sie jetzt ein bisschen viel nach mir geschmissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf einmal. Aha.
Zuallererst. Ja. Hol ich mir Squeezy. Gefolgt von... Das ist Synthoil. Auch du sollst einen Platz in meinem Herzen tragen. Und auch hier... Lump of Coal. Okay. Gekauft. Cube of Meat. Eieiei, hier geht's aber auch los. Pin. Nee, the Frail. Ich weiß auch nicht, wie ich hier anders mit umgehen soll. Das ist gerade ein bisschen hart. Komm raus. Potsau. So. Anders weiß ich nicht, wie ich... Das war jetzt schon sehr destructive. Dich nochmal geholt. Ach, na toll. Das ist... Das ist Bullet Hell. Aber wir haben es hinter uns. Und wir bekommen... Vielleicht auch mal ein Deal with the Devil. Leben haben wir genug zum Ausgeben. Deal with the Devil. Und es ist schon wieder nichts drin. Das ist ärgerlich. Aber hey, das Leben geht weiter. Nicht wahr, Kids? So. Die Screw ist tatsächlich mein Favorit. Dann kann ich mir hier zwei kaufen. Mir die Screw gönnen. Tears und Shot Speed up. Dich bomben. Für zwei Schlüssel. Naja. Und uns aber dann aufmachen. Weil. Jetzt geht's ums Ganze. Oh. Ich hab das jetzt gesehen. Hier kann auch mal Greed erscheinen. Das heißt. Ah, ich habe keine Bombe. Bitter. So, Ultra Greed. Ist, finde ich, ein schwerer Gegner. Es gibt Leute, die finden ihn super einfach. Ich finde ihn nicht so einfach. Vielleicht liegt es aber auch nur an mir. Geil. Noch mehr Waves of Dumb Bitches. Okay. Okay. Aua. Would you fucking stop? Da kommt er wieder gecharged. Ich sehe leider nicht, wie viel Leben ich habe. Das stört mich.
Ah, ich habe auch keine Ahnung. Ja, übertreib. Ich habe keine Zeit bekommen. Ah, komm schon. Ah, God damn it. Stirb. Ah, da ist es. Das war's. Peace out. You unlocked Lilith. Und ich habe nicht einen Cent für Greed über. Das ist ein bisschen schade. Mit Bomben könnte ich die bomben, falls die Geld haben, aber ich habe halt einfach nichts. So, und das war's mit der heutigen Episode von The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Lilith ist freigeschaltet und beim nächsten Mal sehen wir vielleicht mehr von ihr. Bis dahin, mein Name ist Edwin, das war The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Ciao!